Napoleon Hill. Denke nach und werde reich. Die 13 Gesetze des Erfolgs. Was ist der Schlüssel zum Erfolg? Manchen Menschen scheint er förmlich in die Wiege gelegt zu sein. Sie strahlen Selbstbewusstsein aus, sind glücklich, attraktiv und vor allem erfolgreich. Egal wie unrealistisch ihre Ziele für manche klingen mögen, sie erreichen sie dennoch. Doch was ist ihr Geheimnis? Tatsächlich haben diese erfolgreichen Menschen etwas Gemeinsames. Sie folgen strengen Regeln und handeln nach ähnlichen Mustern, die Napoleon Hill als die 13 Gesetze des Erfolgs bezeichnete. Dieser renommierte Selbsthilfeautor entwickelte diese Gesetze nach jahrelanger Forschung, aufgetragen von niemand Geringerem als dem Stahlmagnaten Andrew Carnegie. Carnegie beauftragte Hill damit, die Verhaltensweisen und Motivationen der erfolgreichsten Menschen seiner Zeit zu erforschen. In unseren Zusammenfassungen des Klassikers »Denke nach und werde reich« erfährst du alles über Hills Philosophie des Erfolgs und erhältst die wichtigsten Denkanstöße und Ratschläge, die dich auf der Leiter zum Erfolg nach oben führen können. Wenn du aufmerksam liest, wirst du vielleicht auch das eine Geheimnis entdecken, das laut Andrew Carnegie jeden zum uneingeschränkten Erfolg führt. Diese Zusammenfassungen zeigen dir außerdem, wie du deine sexuelle Energie in eine wertvolle Ressource umwandeln kannst, was Mahatma Gandhis Erfolg im Kampf gegen die britischen Kolonialmächte auszeichnete, was der eigentliche Grund für die Angst vor dem Tod ist. Bist du bereit, die 13 Gesetze des Erfolgs zu entdecken und deine eigenen Erfolgsgeschichte zu schreiben? Dann begleite uns auf dieser Reise durch Hills inspirierende Ideen. Kernaussage 1, Gesetz 1. Brennendes Verlangen ist der erste Schritt zur Verwirklichung der eigenen Träume. Um Erfolg zu erreichen und seine Träume zu verwirklichen, ist ein unerschütterliches Verlangen entscheidend. Täglich werden wir von neuen Ideen, Geschäftskonzepten, Technologien und Erfindungen überflutet, in einer sich rasch verändernden Welt. Wer den Traum von Wohlstand und Erfolg verwirklichen möchte, muss das unermüdliche Verlangen haben, Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die sich auf dem Markt behaupten können. Thomas Edison ist ein Beispiel dafür, der trotz mehr als 10.000 gescheiterten Experimenten seine Vision einer elektrischen Lichtquelle nie aufgab und schließlich die Glühbirne erfand. Um dieses brennende Verlangen in tatsächlichen Reichtum umzusetzen, hat Napoleon Hill 6 Schritte formuliert. Erstens: Festlegung eines klaren finanziellen Ziels. Definiere, was Reichtum für dich bedeutet und setze eine konkrete finanzielle Zielsumme. Zweitens: Überlegung der Gegenleistung. Bedenke, was du bereit bist, im Austausch für deinen Traum zu leisten, denn Erfolg erfordert immer eine Gegenleistung. Drittens: Festlegung eines Zeitpunkts für das Ziel. Setze ein konkretes Datum, bis zu dem du deinen Reichtum erreichen möchtest. Viertens: Erstellung eines Umsetzungsplans. Entwickle einen detaillierten Plan, um deinen Traum zu realisieren, inklusive einer Zeitleiste. Fünftens: Schriftliche Dokumentation. Halte alle oben genannten Punkte schriftlich fest, um sie greifbar zu machen. Sechstens: Konsequente Umsetzung. Verfolge deine Agenda mit Entschlossenheit und lebe danach. Lies sie täglich morgens und abends laut vor und richte all deine Aktivitäten danach aus. Das Verlangen in diesem Kontext bedeutet, dass die Verwirklichung deiner Idee oder deines Wunsches dir mehr bedeuten muss als alles andere auf der Welt. Du musst bereit sein, alles zu opfern und mit Leidenschaft daran zu arbeiten, deinen Traum wahr werden zu lassen. Dies wird anhand der Parabel des furchtlosen Feldherrn verdeutlicht, der seine Schiffe verbrannte, um sicherzustellen, dass seine Truppen auf einer fremden Insel den Sieg erringen würden, da ein Rückzug keine Option mehr war. Kernaussage 2, Gesetz 2. Erfolgreiche Menschen zeichnet der felsenfeste Glaube an ihre Ziele aus. Wahrer Erfolg kann nur durch den felsenfesten Glauben an sich selbst und seine Träume ermöglicht werden. Kein Reichtum wurde je ohne ihn angehäuft, keine Erfindung ohne ihn entwickelt, kein Leben ohne ihn verändert. Ein berühmtes Beispiel für die Kraft des Glaubens war Mahatma Gandhi. Ohne die herkömmlichen Werkzeuge der Macht, wie Geld oder Militär, schaffte er es, der britischen Kolonialmacht die Stirn zu bieten und sein Land in die Freiheit zu führen. Ihm stand allein sein unerschütterlicher Glaube zur Seite, auf seine Landsleute einen derart großen Einfluss ausüben zu können, dass sie für ihre gemeinsamen Ziele eintreten würden. Glaube hat in diesem Kontext also nichts mit religiösem Glauben zu tun. Es handelt sich vielmehr um die feste Überzeugung und unabänderliche innere Haltung, dass man seine Träume verwirklichen kann.
Der Schraubstock des Glaubens befähigt dich nun also, deines eigenen Glückes Schmied zu sein. Doch es gibt leider auch eine Kehrseite der Medaille. Du bist ebenso deines Unglückes Schmied. Wenn du dir ständig vorbetest, wie kompliziert doch alles sei und dass du so deine Ziele nie erreichen könntest, werden diese negativen Überzeugungen irgendwann wahr. Nimm stattdessen eine positive Geisteshaltung ein und glaube daran, dass du dein Leben selbst in der Hand hast. Nehmen wir uns niemand Geringeren als Napoleon Hills Sohn Blair zum Beispiel. Jener kam gehörlos auf die Welt. Sein Vater wollte ihn jedoch auf gar keinen Fall in dem Glauben aufziehen, er sei dadurch benachteiligt. Hill wusste, sein Sohn musste nur fest daran glauben, seine Gehörlosigkeit habe einen tieferen Sinn und würde so irgendwann hören und sprechen können. Dieser Glaube wurde bestärkt, als sich die Familie eines Tages einen Plattenspieler anschaffte und der fünfjährige Blair stundenlang mit der Kauleiste in die Kante des musikspielenden Holzgehäuses festgebissen an dem Gerät stand. Wieso? Die Fähigkeit menschlicher Knochen, so auch des Kieferknochens, Schallschwingungen zu übertragen, befähigte ihn zum Hören der abgespielten Musik. Jahre später erhielt Blair eines der ersten elektrischen Hörgeräte auf dem Markt zum Testen zugesandt, welches ihn dann zum ersten Mal in seinem Leben tatsächlich hören ließ. Dies war aber nicht genug für Blair. Sein Glaube daran, dass seine Gehörlosigkeit kein Nachteil für ihn war, beflügelte ihn zu Höherem. Er betrieb intensiv Recherche und stellte eine komplette Werbe- und Verkaufsstrategie für den Hörgerätehersteller auf. Die Firma stellte ihn vom Fleck weg ein. Was wir daraus mitnehmen können? Jeder Nachteil lässt sich in einen mindestens so großen Vorteil umwandeln. Kernaussage 3, Gesetz 3. Mit Hilfe der Autosuggestion kannst du dein Unterbewusstsein beeinflussen und somit auch deine Handlungen. Der felsenfeste Glaube an sich selbst kann aufgebaut werden, und zwar mit Hilfe von Autosuggestion. Autosuggestion bezieht sich auf die gezielte Beeinflussung des eigenen Unterbewusstseins durch wiederholte Gedanken und Vorstellungen. Dies ermöglicht es, dem eigenen Geist bestimmte Befehle oder positive Ziele zu übermitteln und den Glauben an sich selbst zu stärken. Dieser Glaube ist ein psychischer Zustand, der durch regelmäßig wiederholte positive Bekräftigungen oder Affirmationen bewusst erzeugt wird. Gedanken, die Emotionen hervorrufen und durch Gedankenkraft energetisiert sind, manifestieren sich schließlich in greifbare Ergebnisse. Wie lässt sich dies erreichen? Erstens, setze dir ein klares Ziel und visualisiere, wie du dieses Ziel erreichen wirst. Schaffe eine emotionale Bindung zu diesem Ziel, indem du dir vorstellst, welche Träume es verwirklichen wird und wie es sich anfühlen wird, wenn du es erreichst. Zweitens, erstelle einen detaillierten Plan, der dir zeigt, wie du dein Ziel erreichen wirst. Formuliere diesen Plan so präzise wie möglich, einschließlich konkreter Maßnahmen und Zeitleisten. Drittens, wiederhole regelmäßig positive Affirmationen, die sich auf dein Ziel beziehen. Lese deine Affirmationen jeden Tag laut vor und visualisiere dabei das erreichte Ziel, um die emotionale Bindung aufrechtzuerhalten. Viertens, mache die Anwendung der Autosuggestion zu einer täglichen Gewohnheit. Finde einen ungestörten Ort und eine feste Zeit, um diese Übungen durchzuführen, und mache sie zu einem festen Bestandteil deines Tagesablaufs. Der Erfolg der Autosuggestion hängt von ihrer regelmäßigen Anwendung ab. Durch diese Methode kannst du deinem Unterbewusstsein positive Impulse geben und somit deine Handlungen in Richtung deiner Ziele beeinflussen. Kernaussage 4, Gesetz 4. Das richtige Wissen führt dich zum Erfolg. Es wird oft gesagt, dass Wissen Macht ist. Aber stimmt das wirklich? Nach Napoleon Hill ist Wissen potenzielle Macht oder, wie er es ausdrückt, geistiges Kapital. Es geht nicht darum, alles zu wissen, sondern darum zu wissen, wo man das benötigte Wissen finden und nutzen kann. Hill nennt 6 verschiedene Quellen des Wissens, aus denen man Erkenntnisse gewinnen kann. Erstens, der eigene Lebensweg, einschließlich bisheriger Ausbildung und Erfahrungen. Zweitens, die Zusammenarbeit mit Fachleuten und Experten. Drittens, Bildungseinrichtungen wie Universitäten und Fachhochschulen. Viertens, Bibliotheken, Datenbanken und ähnliche Ressourcen. Fünftens, das Internet als riesige Informationsquelle. Sechstens, Fortbildungen und Kurse, einschließlich Angebote von Volkshochschulen.
Wissen und Bildung beschränken sich nicht auf formale Abschlüsse, wie Hill anhand des Beispiels von Henry Ford verdeutlicht, der zwar keine höhere Schulausbildung hatte, aber dennoch ein beeindruckendes Wirtschaftsimperium aufbaute und zum Multimillionär wurde. Das bedeutet, dass Wissen nur dann Macht ist, wenn man es effektiv nutzt. Wie kann man sein Wissen nutzen, um Erfolg zu haben? Die entscheidende Zutat für das Erfolgsrezept ist lebenslanges Lernen. Sobald du die intrinsische Motivation und Bereitschaft verspürst, dich kontinuierlich weiterzubilden, wirst du auf dem Weg zum Erfolg sein. Dies gilt nicht nur für selbstständige Unternehmer, sondern auch für Arbeitnehmer, da Arbeitgeber intelligente und lernbereite Mitarbeiter schätzen, die bereit sind, sich über die Anforderungen ihres Jobs hinaus weiterzuentwickeln. Hill empfiehlt sogar Schülern und Studenten, frühzeitig breit gefächerte Berufserfahrungen zu sammeln, indem sie sich um verschiedene Neben- und Ferienjobs oder kurzzeitige Projekte bemühen. Selbst wenn zusätzliches Geld nicht unbedingt benötigt wird, kann dies den Lebenslauf verbessern und den eigenen Horizont erweitern. Es ist wichtig, den akademischen Elfenbeinturm zu verlassen und die Geschäftswelt der realen Wirtschaft kennenzulernen, um theoretisches Wissen praktisch anwenden zu können. Kernaussage 5, Gesetz 5. Wenn synthetische und schöpferische Fantasie zusammenwirken, steht deinen Träumen nichts mehr im Wege. Jede Erfolgsgeschichte beginnt mit einer Idee und der Treibstoff für diese Ideen ist die Fantasie. Es wird besonders deutlich, wenn man versucht, Herausforderungen mit den Augen eines Kindes zu betrachten. Kinder haben die Fähigkeit, unabhängig von der Realität die wildesten und verlockendsten Ideen zu entwickeln. Zum Beispiel könnten sie vorschlagen, Restauranttester zu werden, wenn sie gerne essen. Die Fantasie, insbesondere die kindliche Vorstellungskraft, schließt keine Möglichkeit aus, die zum Ziel führen könnte. Unabhängig davon, ob die Ideen realistisch erscheinen oder nicht, treiben sie die kreative Vorstellungskraft an und ermöglichen es, innovative Lösungen zu finden. Es gibt zwei Arten von Fantasie, die in diesem Zusammenhang eine Rolle spielen: schöpferische und synthetische Fantasie. Erstens, schöpferische Fantasie. Dies ist die Art der Vorstellungskraft, die ein völlig neues Konzept hervorbringt. Künstler, Architekten, Komponisten und andere Kreative nutzen die schöpferische Fantasie, um einzigartige und nie zuvor gesehene Werke zu erschaffen. Sie kann durch starke Wunschvorstellungen und mehrmalige Autosuggestion gefördert werden. Zweitens, synthetische Fantasie. Diese Art der Fantasie beinhaltet die Neuordnung oder kreative Kombination bereits existierender Ideen und Konzepte. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte von Asa Candler, der das Rezept für Coca-Cola erwarb und durch die Hinzufügung einer einzigen Zutat eine weltweit bekannte Marke schuf. Die synthetische Fantasie ermöglicht es, bestehende Ideen zu verbessern und auf neue Weise zu nutzen. Die Kombination von schöpferischer und synthetischer Fantasie kann dazu beitragen, scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden und innovative Lösungen für Erfolg zu finden. Fantasie ist der Schlüssel, der Ideen in die Realität umsetzt und den Weg zum Erfolg ebnet. Kernaussage 6, Gesetz 6. Organisierte Planung ist das A und O für Erfolg. Angenommen, du hast eine inspirierende Idee für ein bahnbrechendes Produkt. Was ist als nächstes zu tun? Der Grundstein für deinen Erfolg und Reichtum ist gelegt. Aber jetzt ist es entscheidend, deine Vision durch eine organisierte Planung und klare Zielsetzung in die Realität umzusetzen. Definiere dein persönliches Ziel so präzise wie möglich. Zum Beispiel, ich habe die Idee, eine völlig neue Art von Schreibtischlampe zu erfinden. Mein Ziel ist es, dass diese Lampe in 25 Jahren jeder dritte Mensch auf der Welt besitzen wird. Die Erfindung dieses Produkts wird mir bis dahin mindestens 2,5 Millionen Euro persönlichen Umsatz eingebracht haben. Eine klare und präzise Zielsetzung ist entscheidend, da sie dir den notwendigen Antrieb gibt, um dein Ziel zu verfolgen. Es ist auch wichtig, jeden einzelnen Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung deines Ziels festzulegen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird und du auf Kurs bleibst. Es kann äußerst effektiv sein, ein Team von Spezialisten zu versammeln, die dich bei der Erarbeitung dieses detaillierten Plans unterstützen. Dieses Team wird oft als Brain Trust bezeichnet und kann aus intelligenten und kreativen Menschen bestehen, die die benötigte Expertise und Ressourcen bieten. Hier sind einige Schritte, um dein Team zu bilden und zu leiten. Erstens. Bildung eines Brain Trusts. Sammle die Personen um dich, die für die Verwirklichung deines Traums benötigt werden. Zweitens. Überlegung, was du geben kannst. Niemand wird dich unterstützen, wenn du nichts im Gegenzug anzubieten hast.
Es muss nicht unbedingt materiell sein. Vielleicht kannst du deine eigenen Fähigkeiten und Expertise einbringen oder kleine Gefälligkeiten anbieten. Drittens. Regelmäßige Treffen. Treffe dich mindestens zweimal pro Woche mit deinem Team, um den Plan auszuarbeiten. Viertens. Harmonische Atmosphäre. Achte darauf, dass eine angenehme und wohlwollende Atmosphäre in der Gruppe herrscht. Spannungen können den Erfolg gefährden. Sobald der Plan ausgearbeitet ist, ist es wichtig, ihn in deinem Denken und Handeln zu verankern. Wiederhole die Details deines Plans zweimal täglich, morgens nach dem Aufwachen und abends vor dem Schlafengehen, um deine Vision lebendig zu halten. Sobald der Plan steht, zögere nicht und setze ihn sofort in die Tat um. Handle entschlossen, um deine Träume zu verwirklichen. Kernaussage 7, Gesetz 7. Erfolgreiche Menschen zeichnen sich durch Entschlussfreudigkeit aus. Entschlussfreudigkeit ist eine entscheidende Eigenschaft, die erfolgreiche Menschen auszeichnet. Wer häufig zögert, zweifelt und schnell aufgibt, wird seine Träume und Ziele nie verwirklichen können. Napoleon Hill fand in seiner Analyse von 500 erfolgreichen Menschen eine gemeinsame Eigenschaft. Sie treffen schnelle und entschlossene Entscheidungen und bleiben dabei bis zum Ende standhaft. Sie zweifeln nicht an ihrer Intuition und lassen sich nicht durch mangelnde Entschlusskraft oder Sturheit von ihrem Weg zum Erfolg abbringen. Ein beeindruckendes Beispiel für Entschlussfreudigkeit sind die Väter der US-amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Als britische Soldaten 1770 in Boston aufmarschierten und es zu Konfrontationen mit den Bürgern kam, entschieden sich John Hancock und Samuel Adams, ein Gespräch mit dem britischen Gouverneur zu führen und ihn darum zu bitten, seine Truppen abzuziehen. Sie waren so entschlossen und zweifelten keine Sekunde an ihrem Vorhaben, dass sie tatsächlich den Rückzug der britischen Truppen erreichen konnten. Dies war der Auslöser für weitere Bemühungen um die Unabhängigkeit der amerikanischen Kolonien von England. Diese Geschichte verdeutlicht, dass Beharrlichkeit und Entschlossenheit zum Erfolg führen. Es ist wichtig, sich nicht von den Meinungen anderer beeinflussen zu lassen und standhaft an seinen Zielen festzuhalten. Vermeide es, in kritischen Meinungsäußerungen verwickelt zu werden und teile deine Pläne nur mit engen Vertrauten und Mitgliedern deines Brain Trusts, da sie von deinem Erfolg profitieren und dich unterstützen werden. Gib Menschen, die sich leicht entmutigen lassen, keine Gelegenheit, dich von deinem Weg abzubringen. Kernaussage 8, Gesetz 8. Mache dir Ausdauer zu einer festen Gewohnheit. Bei jedem Projekt, sei es beruflich oder persönlich, treten irgendwann Widerstände und Schwierigkeiten auf. Die Mehrheit der Menschen neigt dazu, aufzugeben und ihre Projekte aufzugeben, wenn Hindernisse auftreten. Es sind jedoch diejenigen, die an ihren Zielen festhalten und Ausdauer zeigen, die am Ende erfolgreich sind. Mangelnde Ausdauer ist eine der häufigsten Ursachen für Misserfolg. Dieser Mangel an Beharrlichkeit kann auf verschiedene Eigenschaften und Verhaltensweisen zurückzuführen sein, darunter: erstens, die Unfähigkeit, klare Ziele zu setzen. Zweitens, Prokrastination und Aufschieben von Aufgaben. Drittens, das Suchen nach Schuldigen anstelle von Lösungen. Viertens, geringe Bereitschaft zur Kompromissfindung und Abneigung gegenüber neuen Ideen und Ansätzen. Fünftens, die Angst vor Kritik und Ablehnung. Ausdauer und Willenskraft sind entscheidende Werkzeuge, um Ziele zu erreichen. Selbst wenn eine Aufgabe komplex oder herausfordernd erscheint, kann sie durch das Zerlegen in kleinere Schritte bewältigt werden. Es ist wichtig, Schritt für Schritt vorzugehen, anstatt alles auf einmal erledigen zu wollen, da dies oft zu Frustration und Entmutigung führt. Wenn du deine Ausdauer stärken und zur Gewohnheit machen möchtest, gibt Napoleon Hill einige Ratschläge. Erstens, bleibe fokussiert und halte dein brennendes Verlangen, dein Ziel zu erreichen, stets in dir lebendig. Glaube an dich selbst. Zweitens, erstelle einen detaillierten Plan und gehe ihn täglich durch. Mit der Zeit wird dies zur Gewohnheit und du wirst feststellen, wie deine Willenskraft wächst. Drittens, baue eine enge und vertrauensvolle Beziehung zu deinem Brain Trust auf. Die Zusammenarbeit und der Austausch von Wissen können dir helfen, motiviert zu bleiben. Indem du diese Schritte befolgst und an deiner Ausdauer arbeitest, wirst du besser in der Lage sein, Hindernisse zu überwinden und deine Ziele zu erreichen. Kernaussage 9, Gesetz 9. Der Brain Trust ist die essentielle Voraussetzung für Erfolg. Der Brain Trust, auch als Denkfabrik oder Expertengruppe bezeichnet, ist eine entscheidende Voraussetzung für den Erfolg.
Dieser symbolisiert die Zusammenführung fundierten Wissens und geistiger Ressourcen mehrerer Menschen, um gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Der Brain Trust nutzt das Prinzip des synergetischen Effekts, bei dem die kollektive Zusammenarbeit von Individuen mehr bewirkt als die Summe ihrer Einzelpotenziale. Erstens. Macht und Wissen sind eng miteinander verknüpft und Wissen kann aus drei Hauptquellen stammen. Zweitens. Das bereits von der Menschheit entdeckte Wissen, das in Büchern, Forschungsergebnissen und anderen Quellen verfügbar ist. Drittens. Das Wissen, das aus der allumfassenden Vernunft gewonnen wird, was auf kreativer Vorstellungskraft und Fantasie beruht. Das persönliche Wissen, das jeder Einzelne durch Erfahrungen, Bildung und Fachkenntnisse erworben hat. Der Brain Trust profitiert von dieser Mischung aus Wissen und Intellekt, um gemeinsam anspruchsvolle Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, dass die Mitglieder des Brain Trust harmonisch zusammenarbeiten und ihre Fähigkeiten, Talente und Erfahrungen vereinen, um den synergetischen Effekt zu maximieren. Andrew Carnegie, ein bekannter Unternehmer und Philanthrop, setzte auf seinen eigenen Brain Trust, der aus einer Gruppe führender Experten bestand. Er glaubte, dass der Erfolg seines Stahlimperiums in erster Linie der geistigen Potenzierung seines Brain Trusts zu verdanken war. Wenn du deinen eigenen Brain Trust leiten möchtest, ist es wichtig, eine harmonische Atmosphäre in der Gruppe zu schaffen und Vertrauen in die Fähigkeiten der Mitglieder zu haben. Der Brain Trust wird dir bei der Verwirklichung deiner Ziele eine wertvolle Unterstützung bieten, die allein kaum erreichbar wäre. Kernaussage 10, Gesetz 10. Sublimiere deine Sexualkraft und nutze sie produktiv. Napoleon Hill schlägt vor, die stärkste elementare Energie des Menschen, die Sexualkraft, gezielt zur Verwirklichung geistig-schöpferischer Aufgaben zu nutzen, anstatt sie zur Entladung des sexuellen Drucks beim Geschlechtsakt zu verwenden. Diese Umwandlung der Sexualkraft in produktive Energie kann dazu beitragen, außergewöhnliche Leistungen zu erbringen. Die Idee hinter dieser Empfehlung ist, dass die Sexualkraft den gesamten Körper des Menschen erfasst und seine Denkweise, Handlungen und Gefühle beeinflusst. Wenn man diese Energie bewusst lenkt und in geistige Aktivitäten investiert, anstatt sie durch impulsive sexuelle Handlungen zu verschwenden, kann man eine außergewöhnliche Kraft für kreative und geistige Herausforderungen freisetzen. Ein Beispiel, das Hill anführt, sind Geistliche wie Priester, Nonnen und Mönche, die oft ein Zölibat leben. Die Enthaltsamkeit zwingt sie dazu, ihre sexuelle Energie nicht einfach zu verschwenden, sondern sie in Richtung spiritueller Entwicklung und geistiger Erkenntnis zu lenken. Es ist wichtig zu betonen, dass die Idee nicht darin besteht, sexuelle Aktivitäten vollständig zu vermeiden oder ein Leben der Enthaltsamkeit zu führen. Stattdessen geht es darum, die Fähigkeit zu entwickeln, die sexuelle Energie bewusst zu nutzen, um kreative und intellektuelle Aufgaben anzugehen. Diese Umwandlung der Sexualkraft kann dazu beitragen, Aggressionen, Nervosität und Launenhaftigkeit zu reduzieren und stattdessen eine produktive Energiequelle zu schaffen. Es ist erwähnenswert, dass viele Menschen in jungen Jahren häufig ihre Sexualkraft auf physische Weise ausleben und erst in späteren Jahren die Bereitschaft entwickeln, sie sublimiert und produktiv zu nutzen, wenn sie über ausreichende Lebenserfahrung, Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um dies effektiv zu tun. Insgesamt basiert diese Idee auf der Vorstellung, dass die rohe Energie der Sexualkraft in uns allen vorhanden ist. Aber ob wir sie tatsächlich schöpferisch nutzen, hängt von unserer persönlichen Entscheidung und unserem Entwicklungsstand ab. Kernaussage 11, Gesetz 11. Das Unterbewusstsein ist der mächtigste Einflussfaktor auf dein Handeln. Das Unterbewusstsein spielt eine entscheidende Rolle in unserem Denken und Handeln. Es empfängt und speichert Sinneseindrücke, Empfindungen und Gedanken, unabhängig davon, ob sie positiv oder negativ sind. Diese Fähigkeit des Unterbewusstseins kann genutzt werden, um positive Veränderungen in unserem Leben herbeizuführen. Einer der Schlüssel zur Beeinflussung des Unterbewusstseins ist die Autosuggestion, bei der man konkrete, imaginierte Pläne und Ziele immer wieder ins Unterbewusstsein einspeist. Dies geschieht durch wiederholtes bewusstes Denken und Sprechen über diese Ziele. Die Idee dahinter ist, dass das Unterbewusstsein die Informationen aufnimmt und unser Denken und Handeln entsprechend beeinflusst. Es ist von entscheidender Bedeutung, das Unterbewusstsein mit positiven Gedanken und Gefühlen zu füttern. Die sieben wichtigsten positiven Emotionen, die Napoleon Hill nennt, sind Verlangen, Glaube, Liebe, Hoffnung, sexuelle Erregung, Begeisterung und Romantik. Diese Emotionen sollen verstärkt und bewusst kultiviert werden, um das Unterbewusstsein auf positive Weise zu beeinflussen.
Es ist wichtig, negative Emotionen wie Angst, Eifersucht, Hass, Rachsucht, Gier, Aberglaube und Ärger aus den Gedanken zu verbannen, da das Unterbewusstsein nicht gleichzeitig positive und negative Empfindungen verarbeiten kann. Deshalb sollte man sicherstellen, dass positive Gefühle und Gedanken die Oberhand behalten. Um das Unterbewusstsein zu beeinflussen, sollten Ziele klar und bildhaft formuliert werden. Vage und unklare Bilder werden vom Unterbewusstsein weniger effektiv aufgenommen. Es ist wichtig, das Unterbewusstsein genau zu sagen, wohin es dich führen soll, indem man klare Ziele und Visionen entwickelt. Zusammengefasst, das Unterbewusstsein spielt eine entscheidende Rolle in unserem Leben, und durch die bewusste Beeinflussung mit positiven Gedanken und Emotionen können wir positive Veränderungen in unserem Denken und Handeln bewirken. Kernaussage 12, Gesetz 12. Dein Geist kann die Gedanken anderer empfangen. Napoleon Hill argumentiert, dass unser Geist wie ein Radio fungiert, das in der Lage ist, mentale Schwingungen und Gedanken zu senden und zu empfangen. Diese Idee basiert auf der Vorstellung, dass unser Geist in der Lage ist, Gedanken und Informationen auf einer subtilen Ebene auszutauschen. Die Analogie mit einem Radio soll verdeutlichen, dass unser Geist in der Lage ist, Informationen und Gedanken von anderen Menschen aufzunehmen, ähnlich wie ein Radiosignale aus der Umgebung empfängt. Hill argumentiert, dass unser Geist, wie jede andere Fähigkeit, trainiert und entwickelt werden kann, um empfangsbereiter und aufnahmefähiger für Gedanken und Informationen zu werden. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Idee von der Fähigkeit des Geistes, Gedanken zu empfangen, nicht von wissenschaftlichen Beweisen gestützt wird und eher in den Bereich der Metaphysik fällt. Es handelt sich um eine esoterische Vorstellung, die von vielen Menschen nicht akzeptiert wird. Hill schlägt vor, den Geist zu stimulieren und zu trainieren, um empfindlicher für Gedanken und Informationen zu werden. Er ermutigt die Menschen, diese Idee selbst zu erforschen und ihre eigenen Erfahrungen zu sammeln. Es ist wichtig, sich bewusst zu sein, dass diese Vorstellung nicht von der wissenschaftlichen Gemeinschaft anerkannt wird und eher als esoterisches Konzept angesehen wird. Kernaussage 13, Gesetz 13. Der sechste Sinn ist die psychische Seite der schöpferischen Fantasie. Napoleon Hill führt das Konzept des sechsten Sinns ein, den er als die psychische Seite der schöpferischen Fantasie betrachtet. Der sechste Sinn ist nach Hill ein intuitives, inneres Wissen, das uns frühzeitig vor Gefahren warnen kann und uns auf günstige Gelegenheiten zur Verwirklichung unserer Ziele hinweist. Dieser Sinn kann sich in Form von Eingebungen, Intuition oder innerer Führung manifestieren. Hill betont, dass der sechste Sinn im Wesentlichen durch Meditation und das Öffnen des inneren geistigen Auges entwickelt werden kann. Er beschreibt, wie der sechste Sinn dazu verwendet werden kann, um uns auf dem Weg zum Erfolg zu führen, indem er uns mit Informationen und Einsichten versorgt, die über das rationale Denken hinausgehen. Ein Beispiel, das Hill gibt, ist die plötzliche Eingebung, das Lenkrad im Auto herumzureißen, um einem Unfall zu entgehen. Dies zeigt, wie der sechste Sinn in lebensbedrohlichen Situationen aktiv werden kann, um unser Leben zu schützen. Hill glaubt, dass es eine höhere Intelligenz oder eine allumfassende Macht gibt, die durch uns allen fließt und sich auf verschiedene Weisen manifestiert. Indem wir unsere Gedanken, Vorstellungen und inneren Bilder bewusst steuern und auf positive Ziele ausrichten, können wir den sechsten Sinn nutzen, um uns auf unserem Weg zum Erfolg zu unterstützen. Er teilt auch seine persönliche Erfahrung, wie er seinen sechsten Sinn entwickelte, indem er sich vorstellte, einen Beraterstab aus seinen Vorbildern einzuberufen und mit ihnen in einer imaginierten Konferenz zusammenzuarbeiten. Diese Methode half ihm, seine Charaktereigenschaften zu entwickeln und seine Ziele zu verwirklichen. Es ist wichtig anzumerken, dass die Vorstellung des sechsten Sinns und seine Anwendung auf Erfolg und Selbstverbesserung eher in den Bereich der Metaphysik fällt und nicht von wissenschaftlichen Beweisen gestützt wird. Jeder, der sich für diese Ideen interessiert, wird ermutigt, sie selbst zu erforschen und zu erleben. Kernaussage 14. Bezähme deine Gespenster der Angst. Napoleon Hill identifiziert sechs Hauptängste, die uns lähmen und unseren Erfolg behindern können. Diese Ängste sind Angst vor Armut, Angst vor Kritik, Angst vor Krankheit, Angst vor Liebesverlust, Angst vor Alter, Angst vor dem Sterben. Diese Ängste sind geistige Zustände, die unseren Geist beeinflussen und unser Denken und Handeln negativ beeinflussen können. Hill betont, dass es möglich ist, diese Ängste zu überwinden und zu kontrollieren,
indem man die Prinzipien und Gesetze des Erfolgs anwendet, die er in seinem Buch beschreibt. Die Angst vor Armut kann dazu führen, dass Menschen vorsichtig, unentschlossen und ängstlich handeln. Sie kann auch dazu führen, dass Menschen gierig werden und andere ausbeuten. Hill fordert dazu auf, diese Angst zu überwinden und stattdessen nach finanzieller Stabilität und Wohlstand zu streben. Die Angst vor Kritik entsteht oft aus dem Wunsch, der Mode und den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Sie kann dazu führen, dass Menschen unsicher sind, entscheidungsunfähig werden und Minderwertigkeitskomplexe entwickeln. Hill ermutigt dazu, diese Angst zu besiegen, indem man selbstbewusst und entschlossen handelt und sich nicht von der Meinung anderer beeinflussen lässt. Die Angst vor Krankheit, Altern und dem Sterben kann zu negativen Gedanken und Verhaltensweisen führen, einschließlich Hypochondrie, Trägheit und Schwarzseherei. Hill rät dazu, diese Ängste zu überwinden, indem man positiv denkt, widerstandsfähig bleibt und seine Gesundheit pflegt. Indem man diese Ängste überwindet und die Prinzipien des Erfolgs anwendet, kann man sein volles Potenzial ausschöpfen und seine Träume in die Realität umsetzen. Es erfordert Selbstreflexion, Entschlossenheit und die Bereitschaft, an sich selbst zu arbeiten, um diese Ängste zu bezwingen und erfolgreich zu sein. Zusammenfassung zum Buch von Napoleon Hill: Denke nach und werde reich. Die 13 Gesetze des Erfolgs. Selbstverwirklichung und Erfolg sind oft das Ergebnis von gezielten Handlungen und einer klaren Herangehensweise an das Leben. Napoleon Hill hat in seinen 13 Gesetzen des Erfolgs eine umfassende Anleitung zur Erreichung finanzieller und geistiger Erfüllung bereitgestellt. Diese Gesetze legen den Schwerpunkt auf grundlegende Prinzipien, die es Menschen ermöglichen, ihre Träume zu verwirklichen. Hier ist eine kurze Zusammenfassung der 13 Gesetze. Gesetz 1: Brennendes Verlangen. Der Anfang zur Verwirklichung deiner Träume ist ein tiefes Verlangen, das dich antreibt. Gesetz 2: Fester Glaube. Erfolgreiche Menschen glauben fest an ihre Ziele und Fähigkeiten. Gesetz 3: Autosuggestion. Beeinflusse dein Unterbewusstsein durch positive Gedanken und Autosuggestion, um deine Handlungen zu lenken. Gesetz 4: Richtiges Wissen. Der Zugang zu Wissen und die Fähigkeit, es anzuwenden, sind Schlüssel zum Erfolg. Gesetz 5: Synthetische und schöpferische Fantasie. Kreativität und Vorstellungskraft ermöglichen es, neue Ideen zu entwickeln und Träume zu gestalten. Gesetz 6: Organisierte Planung. Erfolg erfordert sorgfältige Planung und Struktur. Gesetz 7: Entschlussfreudigkeit. Erfolgreiche Menschen treffen schnell und entschlossen Entscheidungen und bleiben dabei. Gesetz 8: Ausdauer. Mache Ausdauer zu einer Gewohnheit und halte an deinen Zielen fest. Gesetz 9: Brain Trust. Eine Gruppe von Vertrauten und Experten ist entscheidend für deinen Erfolg. Gesetz 10: Sublimierung der Sexualkraft. Nutze deine sexuelle Energie produktiv und lenke sie in kreative Bahnen. Gesetz 11: Das Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein hat großen Einfluss auf dein Handeln und kann durch positives Denken gestärkt werden. Gesetz 12: Empfangen von Gedanken. Dein Geist kann mentale Schwingungen und Gedanken empfangen und senden. Gesetz 13: Der sechste Sinn. Der sechste Sinn ist deine Verbindung zur allumfassenden Vernunft und warnt dich vor Gefahren und zeigt Chancen auf. Zusammen bieten diese Gesetze eine umfassende Anleitung für diejenigen, die nach persönlichem und finanziellen Erfolg streben. Sie betonen die Bedeutung von Glaube, Kreativität, Entschlossenheit und Selbstvertrauen auf dem Weg zur Verwirklichung von Träumen und Zielen. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Ich hoffe, Sie haben wertvolle Einblicke und Inspiration aus dieser Zusammenfassung gewonnen. Wenn Ihnen diese Zusammenfassung gefallen hat und Sie mehr spannende Buchzusammenfassungen hören möchten, dann würde ich mich sehr über Ihr Like für dieses Video und Ihr Abo für unseren Kanal freuen. Auf diese Weise verpassen Sie keine unserer kommenden Zusammenfassungen und bleiben immer auf dem Laufenden. Teilen Sie gerne Ihre Gedanken und Einsichten, die Sie mit dem Buch gemacht haben, unten in den Kommentaren mit uns. Teilen Sie Ihre Meinung und lassen Sie uns gemeinsam in einen interessanten Gedankenaustausch eintreten. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Buch wieder hier zu begrüßen. Bis bald!